Ja, hallo liebe Shisha-Freunde, ich bin's wieder, euer Björn von Smoking Aces, heute bei einem guten Kumpel von mir, dem Sertac. Servus. Und wir haben heute ein Tabak-Review für euch. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Und zwar handelt es sich um den Alwaha Mentos, ist relativ neu auf dem Markt. Um kurz mal aufs Cover einzugehen, sehr schick gehalten, blauer Hintergrund und hier eben Mentos. Ich denke mal, das dürfte jeder soweit kennen. 200 Gramm Dose kostet 13,50 Euro, ist soweit feucht, dass ihr gleich einen Kopf damit bauen könnt. Jetzt blende ich euch noch den Schnitt ein. Ja, der Schnitt ist eben Alwaha typisch, etwas gröber, aber geht auf jeden Fall noch zum Kopfbau klar. So, zum Geruch. Ja, er riecht sehr erfrischend und wirklich 1:1 nach Mentos. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall ein sehr geiler, erfrischender Tabak. Zu unserem Setup. Wir rauchen mit einer NPS, einem Kaya Wave, Naturtonkopf, Panzerfolie, Rundlochung und zwei Coco Pricos. Rauchentwicklung darfst du präsentieren. Rauchentwicklung mit dem Naturtonkopf natürlich und unserem gewohnten Setup. Alwaha hier ist einfach Bombe, ja, da gibt es wirklich nichts auszusetzen. Ja, wie schmeckt er? Sehr gut. Genauso wie er riecht, ne? Ja. Also er schmeckt wirklich genauso wie er riecht, richtig schön nach Mentos. Ich würde sagen, von den neuen Sorten ist das auf jeden Fall eine richtig geniale Sorte, die sie da kreiert haben. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung auch von mir. Was geben wir an Punkten? 10 von 10. Volle Punktzahl? Ja, auf jeden Fall volle Punktzahl dafür. Kauft den euch mal, Leute, probiert den. Super zum Mischen, super zum Purrauchen. Da gibt es wirklich nichts auszusetzen. So, das war's dann auch wieder von uns. Wir rauchen jetzt noch gemütlich unser Köpfchen fertig. Und bedanken uns natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.